Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal haben wir erst noch so einen Leutnant, beziehungsweise so einen, ja, ich will immer Lieutenant sagen, ermordet und danach sind wir ein bisschen auf Glyphensuche gegangen. Hat auch alles in allem etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe jedenfalls gerade eben auf geguckt, ja, wir lagen beim letzten Teil bei etwas über 30 Minuten. Und dann würde ich sagen, nähern wir uns einfach mal dem Ende der Sequenz, indem wir einfach mal hier hingehen. Reparierte Erinnerung. Ist ein paar Meter die Richtung. Den hatten wir ja vorhin auch schon mal gesehen. So, einmal fallen lassen. Aua. So, der war glaube ich hier. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache, wache! Da oben stand ich doch gerade noch. Meine Güte, den Adligen verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er irgendwie Savonarola erreicht. Wo ist er? Wo ist der? Hallo, darf ich auch nochmal sprinten? Danke. Wo rennt denn der hin? Ihr kriegt mich nicht. Leute, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Hallo. Hallo. Irgendwie klappt das mit dem Klettern heute nicht so ganz, wie es soll. Na komm, jetzt... Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Bin doch schon auf dem Weg, hallo. Aua. Ey, es ist aber Feierabend hier. Entfernung zum Ziel verringern. Ich bin ja dabei. Bin ja dabei, meine Fresse. Ja, der kommt dir bekannt vor, der kommt dir bekannt vor. Sehr schön. So, jetzt bin ich erstmal hier oben auf... Darüber. Danke. So, dann darüber. Dann darüber irgendwie. Da runterfallen ist eine scheiß Idee. Jetzt kommt er dann nämlich nicht wieder hoch. So, hallo. Darf ich auch nochmal mitspielen? Darf ich auch nochmal? Ja komm, jetzt beeil dich doch mal. Beeil dich, der ist doch da vorne. Hallo, jetzt hoch da. Nein, 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 nein. Danke. Oh, alter Schwede. Der war ein bisschen buggy, würde ich mal behaupten. Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Warum hat er keine Hose an? Was haben wir denn da jetzt eigentlich synchronisiert? Dieses Mal entkommt er nicht. Hallo. Bin hier bei euch. Fall vom Dach. Danke. Hey, nicht hinterherlaufen, das ist gemein. Na gut, dann eben so. Ihr müsst irgendwo, müsst ihr hier doch mal so... So Heuhaufen, so. Na, dann halt eben hier lang. So. Sozialer Aufsteiger. Synchronisiert. So. Das, wie gesagt, das war ein bisschen, teilweise ein bisschen buggy, dass er da nicht vernünftig gelaufen ist und es war ja auch Glück, dass er das Fenster nicht hochkam. So, mal gucken, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich würde sagen, direkt hier. Großartig Energie verloren haben wir ja auch nicht. Ja, aber wie gesagt, das war ein bisschen... Bisschen blöd, dass er da teilweise nicht richtig gesprungen ist, wie ich das wollte. Na.
Weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Hier wieder runter. Passt schon. Was immer der getrunken hat, es muss gut gewesen sein. Och. Nur 8 Schnäpse und 10 Bier. So, da oben hin. Wahrscheinlich erstmal hier die Wache ausnocken. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Okay, Heubündel bewachen. Ab ins Heu, den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Das sollten wir hinkriegen. Ohne diesen einfachen Rohstoff. Fehlen dem Widerstand. Gucken, wo ist er denn? Und dann müssen sie aufgeben. So, eben gucken, wo er ist. Da vorne. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen längs, dass mich die Wache da vorne nicht sieht. So. Da vorne läuft er. Erst mal gucken, was er für Laufwege hat. Es haben sich schon viele angeschlossen. Was denn nicht? Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Ja, komm, lass dich doch mal fallen. So, da vorne ist er. Kann ich da hinspringen? Ich höre runter oder stirb. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Nein, entdeckt. Na, Mist. Mist, Mist, Mist. Wie können wir da rankommen, ohne entdeckt zu werden? Das ist jetzt die große Frage. Fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Da laufen Wachen rum. Er läuft da vorne. Irgendwo. Glaube ich. Wie kommen wir an den ran? Hier unten ist wahrscheinlich auch eine blöde Idee. So. Schade, dass hier gerade keine Kurtisanen rumlaufen. Die hätte ich nämlich jetzt ganz gut gebrauchen können. Oder irgendwie, ja, Kurtisanen wären nicht schlecht gewesen. So, dann gehen wir hier weiter. Können wir da vorne hin? Ist er von Sinnen? Ich bin nicht von Sinnen. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euer Mund. So, du geh... Nein! Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. War er das ja gerade? Ja. Mir nicht, oder? Ich erkläre es Komm, euch. Geh mal von dem Heuwagen weg. Geh da weg. Komm, hau ab. Danke. So, er läuft ja hier, glaube ich, vorbei, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Vielleicht können wir ihn ja hier irgendwie rausziehen. Wenn er hier gleich lang kommt. Kann jetzt natürlich wieder ein, zwei Minuten dauern. Aber wie gesagt, das könnte funktionieren. Ich zieh den mal eben kurz hier rein. Danke. So. Wie gesagt, das ist jetzt die Frage. Wenn er hier nicht lang kommt, versuche ich mich da vorne in den Heuwagen zu schmeißen. Aber ich glaube, er kommt hier lang. Meine ich jedenfalls, dass ich das gerade irgendwie gesehen hätte. Ups. Ich lasse jetzt einfach mal die Adlervision an. Da vorne ist er. Wie gesagt, wäre natürlich jetzt schön, wenn er hier langkommt. Die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Ja, wo ihr bla bla bla. Ist also die Grundlage unseres Lebens. Komm hier hin. Und dann Komm. Ist da unser Vieh. Kühe und Schafe. Klasse. Heu unter anderem als Futter. Und Klasse. Geben sie uns noch vieles mehr. Komm hier hin. Wolle. Fleisch und Milch und andere Dinge. Komm hier hin. Seht ihr nun, warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf?
Läuft er denn da hinten also, an dem Teil vorbei? Nehmt eure Arbeit hier ernst. Sie ist essentiell für unseren weiteren Erfolg. Da ist noch eine Truppe von Wachen. Da steht auch noch ein Heuhaufen. Ich bin mal kurz weg. Er ist mir bekannt, aber woher? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin noch nicht da. Hallo, ist keiner zu Hause. Och, scheiße. Scheiße. Also der Ansatz war, glaube ich, schon mal nicht verkehrt. Ich bin doch, glaube ich, etwas zu früh losgelaufen. Oder ich müsste es in dem anderen Heuhaufen versuchen. Oder wenn der Typ da vorne natürlich langkommt. Das wäre natürlich noch idealer. Na, so. Ich laufe da mal hier entlang. Ich bin doch gar nicht da. Ich bin doch gar nicht da. Ist er hier drin? Wenn ich ein Verbrecher wäre. Nein, ich bin da nicht drin. Och nein, Mann ey, das ist doch scheiße. Das ist doch absoluter Mist. Hm. Wie komme ich an den ran? Wie komme ich an den ran? Habe ich noch Wurfmesser? Ich habe was viel Geileres. Ich habe was viel Geileres. Ich habe eine Schusswaffe. Aber wahrscheinlich komme ich da von hier aus nicht ran. Hm. Lauf mal eben kurz hier hin. Welcher bist denn du? Da. Sie brauchen Kleidung. Nein! Doch, mach doch nicht sowas. Mach doch nicht sowas. Meine Fresse. Ich kann ihn auch leider nicht anvisieren. Das ist die Sache dabei. Deswegen kann er den wahrscheinlich auch nicht treffen. Hm. So, ich versuche jetzt nochmal auf diese Weise. Da vorne kann ich ja, glaube ich, auch nicht hin. Da unten läuft noch irgendwas an Wachen rum, oder? Ja, das ist der Trupp, der mich vorhin hat auffliegen lassen. Uah. Warum kommt ihr jetzt zurück? Wo sind die? Wo sind sie? Da vorne. Dann hüpfe ich einfach mal hier rein. Die sind ja gerade nicht da. Dann kann ich auch weiter. So, hier lang. War ich nicht. So, kann ich denn jetzt von hier... Ja, anvisieren kann ich. Den ziehe ich hier gleich in den Heuhaufen rein. So, jetzt so. Komm mal her. So, jetzt will ich mal gucken, wo ist der Typ? Der müsste ja da vorne eigentlich gleich wiederkommen. So, kann ich den jetzt anvisieren? Ihr müsst verstehen, unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Okay, anvisiert ist er. Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde. Die wiederum ziehen unsere Karren. Wenn die Wache da weg ist, könnte ich eigentlich rausspringen und... wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres... Na, oder so. Eigentlich wollte ich ihn erschießen, aber... machen wir es einfach mal so. Ich hab nämlich geguckt. Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach. Von niedrigem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht.
Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. So, jetzt nichts wie weg hier. Freunde, ich bin nicht da. Was? Hä? Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich will hier doch weg. Ich will hier weg. Oder muss ich jetzt gar nicht fliehen? Uah. Nein! Nein, ist nicht! Aua! Jetzt ist aber mal gut hier! Nö, ihr kriegt mich nicht. Ihr könnt nämlich nicht so gut klettern wie ich. Klettern kann ich besser. Ja, ich entkomme, das war auch mein Ziel. So, ich renne mal hier weiter. So, hier müssten sie mich eigentlich gleich verloren haben, wenn ich stehen bleibe, oder? Komm. Uah, wo kommt der denn her? Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Jetzt halt die Klappe. Lass mich in Ruhe. Der Rest hat mich doch sowieso verloren. Danke. Ja, ich muss hier auch weg. Kann ich mich hier hinten verstecken? Ja, anonym geworden bin ich ja anscheinend wieder. Was? Du nennst mich nicht nochmal Stronzo. Bam. Ja. Und tschüss. Habe ich eigentlich Blut am Handschuh oder wie sieht das aus? Anscheinend nicht. So, was haben wir denn jetzt noch Schönes? Haben wir hier noch irgendwie was? Ja, da vorne ist noch einer. Sind jetzt insgesamt noch 3 Stück. Ja, 3 Stück, das sieht doch gut aus. Würde ich mal behaupten. Glaube, ich mache erstmal den hier. Dann kann ich nämlich gleich auch nochmal eben kurz in der kleinen Aufnahmepause, die wahrscheinlich nach dem nächsten Attentat kommt, nach Monte Regioni reisen. Schnellreisestation ist ja da gleich um die Ecke. Dann kann ich noch eben die Kiste wieder leer machen. Sind jetzt auch schon wieder knapp 60.000 drin. Na. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Och. Das sag ich dir nicht, dann weißt du das ja auch. Nee, wie gesagt, dann irgendwo hier vorne müsste das eigentlich gleich sein. Was? Hilfe! Wieso seid ihr jetzt schon wieder hinter mir her, Leute? Nee, ich komm nicht her. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Ey! Das ist doch... Aua! Könntet ihr mal aufhören, auf mich zu werfen? So. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ist nicht. Ist gerade nicht Saison. Das ist gerade nicht Saison, Leute. Na, habt ihr bald nicht mal die Lust verloren? Wie sie da wie die Tauben auf der Stange hocken. Das ist ja... Lol. Wovon die, dass die dann auch so durch die Gegend zittern. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken, aber so langsam sollte das doch mal gut sein. Hallo. Och Mann, oh. Ich glaube, bevor die da nicht weggehen, bin ich nicht wieder sicher. Hallo, könnt ihr mal aufhören, da rumzuzittern? Aber wirklich, die sitzen wie die Tauben auf der Stange. So. Ach, Leute. Ich bin dann mal wieder weg. Ja, ich bin ja schon wieder weg. Keine Panik. Keine Panik. Kann ich ja nichts für, dass sie da so rumzittern. Uah. Da sieht mich doch schon wieder jemand. Gut. Okay. Wir haben uns auch schon der Sache relativ gut genähert. Wir müssen sowieso darüber. So, hier sollte das irgendwo sein.
Ja, ich bin doch schon weg. Keine Panik, Mann. Reg dich nicht auf. Aber anscheinend müssen wir doch ein Dach weiter. Oder zwei oder sieben oder... Ich habe mich einfach nur verguckt. Nee, Faustkampf will ich jetzt gerade nicht. So, ich will doch nur hier hoch. Na komm. Was, Chipotle? Sind wir hier bei South Park? So, das sollte aber jetzt hier vorne irgendwo mal endlich sein, oder? Ich sehe momentan noch nichts. Aber sollte eigentlich... Ja, da vorne ist es. Okay. Ja gut, dann hüpfen wir da einfach mal runter. Den Dieb lassen wir mal außer Acht. Der interessiert mich gerade nicht. Bleib zurück! Hilfe, Wache! Ist ja gut. Keine Panik. Riet ihn nicht auf. Und wieso? Ich habe schon wieder auch vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich sollte mir langsam echt mal angewöhnen, dass ich es mache. Rex Regum. Et omnium gubernator. Was? Ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Ja, nee, ist klar. Da stehen doch jetzt wahrscheinlich wieder 3000 Wachen drumrum. Oder? Ja klar, da oben, oder wie? Nee, da oben auf dem Turm. Ah, leck mir doch die Füße. Leck mir doch die Füße. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das bitte funktionieren? Bin da gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, diese Seite kamen wir generell nicht hoch. So, mal ein bisschen gucken auf dem Radar, wo die Wachen sind. Die sind wahrscheinlich alle oben drauf, auf dem Dach. So, hier müsste irgendwo einer sein. Ja, da oben. Ach, meine Güte. Nein, ich habe ja nichts gegen solche Missionen, aber das ist einfach ab und zu nur nervig. Warum bin ich jetzt reingehüpft? Da ist doch sowieso keiner. Kann er nicht zugehen wie alle anderen auch? Nö, das wäre langweilig. So, kommen wir denn da irgendwie was rüber? Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Er wird sich noch etwas brechen. Nein, nicht, nein, du entdeckst mich nicht, danke. So. Da oben soll noch irgendwo einer stehen, oder sehe ich das jetzt falsch? Ich versuche einfach mal, ob ich das Fenster hier müsste, er eigentlich hochklettern können, oder? Hallo. So, da sollen irgendwo welche stehen. Kann ich die einfach so runterziehen? Ist da noch irgendwo einer? Na komm, ich versuch mal was. Okay, der rennt da weiter. Scheiße! 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 Also im Ansatz war es schon nicht schlecht, aber das muss ich mir nochmal gründlicher überlegen, wie ich da hochkomme. Also wahrscheinlich war das schon gar nicht so doof, da den Turm hochzuklettern bis zur ersten Kuppel und dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie links rum gemusst oder ich hätte den Typen wirklich vom Turm ziehen müssen. Aber ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Ich glaube, die 20 Minuten, die ich eingeplant habe, die sind schon wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.